Saddele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die in der Version 1.0. So, sehr, sehr schön. Was haben wir? Tag 6, 4 Uhr morgens. Wir legen heute wieder los. Wir müssen was zu essen finden. Ich will die vergrabenen Vorräte da hinten finden. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Wir müssen mal langsam einen Platz suchen, wo wir die Horde machen, weil wir haben Tag 6. Und bevor wir das alles machen, zeige ich euch jetzt wieder was hier. So, wir haben hier jetzt wieder große Stacks, wir haben ein großes Inventar, wie ihr seht. Die Lebensbalken sind auch wieder da und die Namen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dann muss ich halt immer ein bisschen hin und her kopieren, ist ja kein Problem. Ne? Dass ich das dann immer rein und raus kopiere, je nachdem, was ich mache, ist ja kein großer Aufwand. Für euch heißt das, bei uns im Discord, im 7 Days to Die Tab, könnt ihr einfach gucken. Da ist ganz oben angepinnt eine kleine Mods-RAR-Datei. Da ist das alles drin. Einfach entpacken, in euren Mods-Ordner von 7 Days to Die kopieren und schon habt ihr auch das große Inventar, die Leben-Essen-Anzeige unten links und halt die Lebensbalken mit den lustigen Namen von uns aus der Community hier. So. Müsst ihr natürlich wieder selber entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Aber so wie ihr alle gefragt habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr das alle wollt. So, weiter jetzt. Auf zum Schatz da hinten, zu den Vorräten. Wir müssen auch unbedingt was zu essen finden. Wir haben nichts mehr zu essen hier. 42% Essen ist nicht gut. Schauen wir mal, was das gibt. So, 187 Meter bis zum Schatz. Eieiei. Achtung, da willst du dir mal kurz die Nase schneuzen, kommt direkt so ein Stein hier. Unglaublich. Frechheit. So, ich weiß auch gar nicht mal, wo wir waren. Übrigens nochmal Entschuldigung für die letzte Folge, ja, dass ich die released habe und dann nach 10 Minuten wieder gelöscht. Ja, und dann hat es einen Tag gedauert, bis sie wieder kam. Das liegt einfach daran, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass die keinen Ton hatte. Warum auch immer. In Premiere, beim Rendern und so weiter, hatte sie Ton. Ich habe sie hochgeladen, dachte alles tutti, ne, und dann auf einmal habt ihr geschrieben, ich guck, Tatsache, die hat keinen Ton. Hat YouTube, warum auch immer, den Ton daraus gelöscht. Ich habe keine Ahnung, warum. So. Deswegen auf privat gestellt, gelöscht, nochmal neu gerendert, hochgeladen, diesmal nachgeguckt. Und ich kann euch sagen, erstmal hatte ich das Problem. Ich musste bestimmt 5-6 Mal hochladen. Jedes Mal, immer bleibt es bei 56% und noch 5 Minuten verbleibend stehen. Nichts passiert. Stundenlang bleibt es so stehen, es lädt einfach nicht weiter hoch, ja? Keine Ahnung warum. Vielleicht haben die auch ein Hitzeproblem bei dem Wetter mit ihren Servern, ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall musste ich das gefühlt 10-mal hochladen und erst am nächsten Tag, morgens um 9 Uhr oder was, ging es dann, ja? Vernünftig. War es dann komplett hochgeladen, auch mit Ton. Deswegen erst am nächsten Tag die Folge, ja? Keine Ahnung, was da los war. Ich hoffe, das passiert uns mit der Folge hier nicht. Aber so ist es halt. So, der David schreibt, deine Folgen erheitern mich immer wieder und mir gefällt die Version 1.0 sehr gut. Schöne Grüße an dich und die Crew. Gruß zurück, lieber David. Vielen lieben Dank. So. Und auch wenn ihr das hier seht, sorry, dass die letzten 2 Tage kein Stream kam, ne? Also gestern nicht, heute nicht. Es ist einfach unerträglich, die letzten 2 Tage. Ich weiß schon, warum ich den Sommer hasse. Wirklich, ich sitze hier in meinem kleinen Kabuff unterm Dach. Die Sonne ballert mir ins Kreuz. Hast einen schönen Balkon mit Plexiglas, Wellblechdach direkt da vor dir. Und wirklich, von morgens 8 bis abends 8 ballert die Sonne hier rein. Wir haben fast 40 Grad in dem Bunker hier. Ich mache das im Moment so. Ich kühle meine Füße mit einer kleinen Schüssel und Wasser, ja. Setze mich hier hin, nehme eine Folge auf. Schmeiß die ins Renderprogramm und so weiter und verkrümel mich dann direkt wieder nach unten ins Kühle. Mit einem Eis und Co. Mehr ist nicht drin. Also ich kann, ne, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, jetzt 2, 3, 4 Stunden am Stück streame, dann falle ich umgefühlt. Oder muss 50 Liter Wasser saufen. Also das ist wirklich unerträglich hier. Keine Ahnung, wer sowas gebaut hat hier früher. So. Alles klärchen. Wo ist der Schatz? Haben wir eigentlich noch Punkte? Einen haben wir. Könnten wir einen Schatzsucher packen. Machen wir aber nicht. Weil wir wollen ja hier hin, ne? Wir brauchen ja hier 3 Punkte für. Da wollen wir hin. Darum geht's. Dauert nur ein bisschen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an den heißen Tagen macht. Wenn ich ehrlich bin, an diesen heißen Tagen, da haben wir sowieso was anderes zu tun.
als ja, vor dem PC oder Tablet zu hocken und Videos zu gucken. Genießen wir die Sonne, genießen wir den Tag. Auch wenn ich es überhaupt nicht mag. Haha, jetzt reimt er auch noch. Kommt da noch wer? Nein. Da ist unser Fahrrad. Waschi, waschi! Sehr schön. Oh, daneben. Aua. So. Tut es not, so viel Schrot, ne? Da kommt noch einer. Er lebt noch hier, der Stumpi. Da kommt noch eine Wilma. Da kommt noch ein McSpeck. Kommen sie da alle, die haben ja den Krach gehört, ne? Ich schieße wieder daneben, da kommt noch mehr. Komm her. Oh, ab in die Grube mit dir. In ihr erst hier. Weg mit der Rübe. Schon wieder ein Waschi-Waschi. Wo gibt's sie da noch? Noch wer? Darf ich jetzt bitte wieder weiter buddeln? Das wäre sehr, sehr nett. So, den haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Ausdauer? Wir haben halt nichts mehr zu essen, das ist das Problem, ne? Den Tee können wir noch trinken hier, dann haben wir wenigstens ein bisschen Wasser. Aber Essen ist echt ein Problem gerade, wir müssen noch ein paar Dosen finden und Co. So, da ist der Schatz. Wird auch langsam Zeit. Ah, Lumberjack-Outfit drin, können wir gleich direkt gucken. Mal raus hier. Da kommt noch was EP angelaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Aber wir können es ja wieder bewegen, wie wir wollen. Boah, der hat gesessen. Und nochmal. Was ist denn los hier? Multikill. Ultra Kill. Monster Kill. Oder wie war das früher, ne? So. Was sagen wir dazu? Ich will 7 Days to Die spielen. Ne? Wer kennt's noch? Ach, schön. Das waren Zeiten, du. Das waren Zeiten. Habe ich damals auch gespielt. Unreal Tournament, ey. Aber gut, da waren wir auch noch jung und hatten Reflexe. Da konnte man noch Shooter spielen. Heute in 30 Sekunden 10-mal tot und du sagst nur, hat es geklingelt? Was hier los? Ach, das ist das Lager da, ne? Genau. So, ab zum Händler. Wir müssen irgendwo was zu essen finden. Wir verhungern gleich. Hier vielleicht was? Ein Gemüseladen? Mal gucken, wenn hier nur Maissamen sind und was weiß ich. Die können wir alle mitnehmen und anbauen. Dann vielleicht finden wir auch noch eine richtige Kartoffel. Zum Essen. Zum Kochen, was weiß ich. Hallo Fahrrad, wieso drehst du hier Pirouetten? So, weiter geht's. Leider nur Samen. Samen, Samen, noch mehr Samen. Alles voller Samen, du, di, du, di, du. Lederfried schreibt, es ist genug Schrot für jeden da. Genau, so sieht's aus. So sieht's aus, ne? Ah, jeder kriegt eine Gesichtsbehandlung hier. Waren wir da jetzt eigentlich drin? Wir hatten doch gesagt, wir wollten hier rein, ne? Nein, da ist noch alles zu. Dann gehen wir jetzt gleich da rein. Einfach nur den guten Loot holen. Ganz frech. Oh, hier ist noch ein Laden, da können wir auch wieder... Hallo! Haben Sie zufällig was zu essen dabei? Nein. Mal wieder nur Samen. Und Gammelfleisch. Da sieht das so schön nach Süßkartoffeln da aus, ey. Oh, ich liebe sie. Voll lecker. Schöne Süßkartoffelpommes oder so. Das wär's, ey. Geil. Guckst du an, nur Samen. Aber wir haben ja jetzt hier im LP wieder Platz. So. Rein hier. Sehr schön. Rein hier. So, was hast du dabei?
Guter Captain. Eine Schämensuppe. Wir haben 111 Schuss, die muss ich nehmen. Tut mir leid. Abholen, 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 säubern. Alter, so weit weg hier. 200 Meter. Die Klemmresidenz. Ich nehme mal hier mit. Den können wir uns direkt reinpfeifen. Haben wir überhaupt Klamotten an hier? Ja. Tragekapazität plus 1 ist egal. Dann können wir den mitnehmen und auf Seite legen. Hast du denn was hier, wenn ich fragen darf? 1300. Eisenspitzhacke? Ne. Sind nur 1er. Lass mal. Lass mal. Tarp, Kochtopf, Kochgrill. Ja, das geht jetzt ein bisschen hoch. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Du kriegst es wieder. Vergiss Elixier. Okay. AK-47. Okay. Räuber Nerdstiefel. Plündererstiefel. Das interessiert mich gar nicht. Natürliche kritische Heilung. Nee, Nomade. Laufgeschwindigkeit. Kritische Heilung. Safe Fall Distance. Eisen oder überhaupt Erzblock Damage 10% mehr. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Lumberjack Hat. Good Harvest. Nein. Laufgeschwindigkeit. Also. Nichts Tolles dabei. Wir können 6 Toiletten kaufen. Juhu. Eröffnen wir unser Dixie-Klo-Imperium. Yay, natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, gucken wir hier in der Bowlingbahn. Und dann gehen wir zum Auftrag. Wo machen wir die Horde? Sollen wir vielleicht irgendwie so eine kleine Tankstelle oder so suchen? Oder da auf Bobs Café könnten wir die machen. Das können sie zerdeppern, das ist mir egal. Hallo? Jemand zu Hause? Ich weiß, hier im Klo sind wir, wer? Komm raus. Ich muss hier hinten hinlaufen, damit die da rauskommen. Ruhe. Ja. Einmal Gesichtsbehandlung, komm sofort. Ja, ich weiß, dass du da hin musst. Da kommen sie. Noch 2 Stück hier. Ein Ronald. Ein Krause. Ich hab keine Brause. Geh weg hier. Keine Brause, kein Dackel. Ich brauch dich nicht. So, wir wollen... Oh, die haben die Türe rausgehauen. Okay. Nee, nee, nee. So, gib mal her hier. Die können wir wieder verfeuern. Das hier ist... Ach du grüne Leute. 1200. Oh, oh. Oh, oh. Haben wir nicht gerade eine Schemmsuppe gegessen und sind immer noch nur bei 53? Was soll das? Frechheit. Pah. Die spinnen wohl. Tschüss. So, machen wir das mal auf hier, weil dahinter ist, glaube ich, der Knopf zum Tor aufmachen. Das hat nämlich 30.000, ne? Jo, und das wollen wir nicht. Wäre nett gewesen, wenn ein paar Zombies geholfen hätten, aber die haben auch hitzefrei. Viel zu warm. Viel zu warm. Hitzefrei hier. Noch einer. Frechheit. Was dahinter? Könnte sein. Gucken wir mal. Aber geht immer noch schneller, als das Ding da aufkloppen. Dann trinke ich mal gerade einen Schluck und wir lesen noch was. So, ganz, ganz wichtig, vor allem bei der Hitze. Immer trinken, trinken, trinken. Ne? Der Rob J schreibt, Ed und seine Bande. Abends chillen im Livestream, funzt da ganz gut. Bürostühle geben auch Leder. Das weiß ich und ja. Wie gesagt, sobald es wieder kälter ist, dann streamen wir auch wieder, auf jeden Fall. Klimaanlage habe ich nicht. Bekomme ich nicht. Selbst wenn ich mir eine kaufen könnte oder würde. Glaub, dann fliegt die Sicherung raus. Das hält gerade so alles hier. Noch einer. Ist denn da der Knopf? Da unten oder was? Nee, da. Oder komme ich von der Seite nicht dran, ne? Da, da, da. Was man nicht alles tut, nur damit man nicht durch den ganzen Laden laufen muss, ne? Faule Sau ohne Ende hier. Aber egal. So, zum zweiten Mal die blöde Nase. Die schneide ich auch noch ab. Dann sehe ich aus wie ein Schweinchen. Was haben wir denn? 10 Uhr? Ach, das wird schon noch. Das wird schon noch. Der Captain86er schreibt, Moin zusammen, war eine coole Folge. Schönen Tag euch allen. Dankeschön, dir auch. Haha, ich liebe mein Add-on, meine Chrome-Extension, die ich habe hier. Da sehe ich was Schönes.
Also, wer will, kann auch mal gerne beim Captain vorbeischauen. Der hat 277 Abos. Da fehlen noch 23 bis 300. Spiel auch. Viel, viel, viel Seven Days to Die. Also, wenn du anonymer Seven Days to Die Süchtiger bist oder Süchtige, kannst du da auch vorbeischauen. Da gibt's noch mehr Seven Days to Die. So. Ja, kaputt machen kann ich's, weißt du? Aber, ich will doch nur an den Loot. Mag da nicht schon ein Zombie? Oder sind die da hinten drin? Egal, wir machen auf, gucken, was da drin ist. Weil ich jetzt wahrscheinlich da an der, am Geländer hängen, ne? Das muss auch noch weg. Das sind jetzt 4800 Hitpoints gewesen. Immer noch besser als 30.000 vom Tor. Mann, das ist aber fies, dass man die von hinten hier nicht auslösen kann. Du musst von vorne drauf gucken, ne? Das haben die aber extra gemacht, genau deswegen. Wetten wir. Genau deswegen. So. Weg damit. Da unten ist der Knopf. Okay, das muss man natürlich wissen. Das muss man natürlich wissen. So, das ist der Nachteil davon, wenn man abends mit offener Türe schläft. Man ist total zerstochen überall. Hallo, ich brauche Bowlingschuhe. Jemand zu Hause hier? Genau das wollte ich. Aha. Kommen Sie. Ein Hundi! Klar, du schiebst mich erstmal durch die Gegend hier, ne? Mann, ey. So, kommt mal raus, Jungs und Mädels. Ist ja keine Quest. An den Hundi habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ja. Weg mit der Rübe. Sag mal, Sascha. Ist das dein Zwillingsbruder, von dem du uns nichts erzählt hast? Da liegen sie. Wer kommt da? Der Kingpin. Ja klar, dass der in der Bowlingbahn ist, ne? Ja, Kingpin Nummer 2. Oh, der ging daneben. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich will hier. Blup. Wabbel, wabbel, schwabbel. Weg mit dir. So. Ach, immer diese Situationskomik hier. Jetzt haben wir noch Gehirnerschütterung, ey. Gehirnerschütterung, Biohazard. Danke, Hund. Vielen lieben Dank. Frage ich mich, warum wir das haben, wenn der uns beißt. So, ist hier noch irgendwer oder was? Den können wir mal reparieren. Wir wollten, glaube ich, einen Basie machen, ne? Kann das sein? Meine ja. Dass wir mal einen vernünftigen Schläger haben hier, ja, aber dafür brauchten wir eine Werkbank. Das war das Problem. Wir haben auch keine Werkbank. Wir wollten eine Werkbank machen, ne? Das machen wir, wenn es dunkel wird. Jetzt machen wir erstmal die Quests. Aha, Fahrrad, toll. Jetzt kriegst du ein Fahrrad, weißt du? Da gibt es noch mehr Munition, okay. Da gibt es auch noch was zu essen. Das wäre, oh, eine Dreier. Das wäre ganz gut. Wir haben immer gebrauchen, Essen. Wir fressen ja jeden Tag halbes Schwein auf Toast hier. So, zack, zack, zack. Peng, pung, verändern, raus da. Eigentlich brauchen wir den noch nicht, aber wir packen ihn trotzdem rein, dann gibt es mehr Schaden. Von 8,3 auf 9,7. Sehr gut. Bitte nachladen. So. Sonst noch irgendwas zu essen hier? Murky Water. Murky Water. Licht haben wir auch noch nicht. Verdammt nochmal. War da eine Pille bei? Nein, nur wieder Bücher. Oh, noch Pech, ne? Haben wir Dietriche? Nein. Da will ich einmal Dietriche benutzen. Und natürlich nichts, ne? Ist wieder typisch. Kochbuch unterm Tresen. Alles klar. So, nochmal 2.500. 5.000, okay. Hui, Speck mit Eiern oder was stand da? Können wir jetzt machen? Ich mach nochmal schnell auf. So. Auf ist das Ding. Dankeschön. Ein Einser. Was will ich mit dem Einser? Ah. Da drin sind 5 Dietriche, weißt du? Neckt mich fett. Wer kommt da? Ein Einzelner oder wieder die ganze Bande? Ah.
Das sieht mir nach einer Wanderhorde aus. Natürlich, was auch sonst. So. Zack. Das ist keine Wanderhorde, das ist Insubordination. Na, oder wie war das? Ach, das Schilderhaus hier. Mitgekommen, hat sich gelangweilt. Bam. Sag mal, wo wollt ihr hin, Leute? Ich brauche die EP. Hier geblieben. Flop. 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 Alter, 400 Live schon. Elke hier. Was eine Wuchtbrumme. Aber die sind echt hier, denen haben sie gräulicheren Ton gegeben, ne? Die sind jetzt nicht mehr so, sag mal, so roséfarben wie normal vorher, ne? Die sind jetzt echt so gräulich. Wirklich halt, als wären sie schon ein bisschen vor sich hin am gammeln. Richtig igidigit. So, begib dich zum Sammelpunkt. Da müssen wir hin. Okay, dann machen wir das jetzt. Und dann müssen wir uns beeilen, weil 2,2% Biohazard. Das ist nicht gut. Wenn wir über 5% sind, brauchen wir wieder 2. Was wir garantiert kommen werden, weil wir es von der Zeit her nicht schaffen. Begib dich zum Sammelpunkt. Säubern und Lieferung zurückholen. Merken. Nicht, dass ich wieder die Kiste da stehen lasse. So, sprach er und ließ sie trotzdem stehen. Ne? Wir kennen ihn ja. La, 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 la. Hallöchen. Mann, sind hier viele Briefkästen, du. Ach, hier. Die Bude wieder. Da war ja alles voll, ne? Ach. Genau, da braucht's ja wieder einen Block hier, ne? Weil sonst bist du ja wieder... Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin runtergefallen, wie so ein Lemming. Mach mal weg hier. Ich hasse sowas. Ich brauche immer vernünftige Löcher. So. Ich krabbel nicht in jedes Loch rein hier, hallo? Nur Premium-Löcher werden bestiegen hier. Ich weiß, hört sich falsch an, aber extra. Dieses Loch kriegt schon mal keinen TÜV-Stempel, wenn hier vergammelte Stumpis rumklettern. Hallo? Soll ich da rein? Nee, ich gehe hinten rein. Lalalala. War ja alles voll beim letzten Mal, glaube ich, ne? 7500. Siehst du? So. Wen haben wir da noch? Elko oder Eiko? Elko. Ich lese Eiko, weißt du, weil mein Hund heißt Eiko. Ah, kommen sie. Siehst du, alles voll hier, die ganze Bande. Mach mal auf hier. Da ich was sehe. Ah, da, Shotgun Messiah Kiste. Sehr gut. Liegen bleiben. Ist da drin, die Kiste. Dankeschön. Haben wir die schon mal? Jetzt müssen wir nur leer machen hier. So. Marzier, Parts. Runter in die dunklen Tiefen. Osi! Beine brauchst du nicht bei mir. Erstmal mit dem ersten Schlag das Bein ab. Aber schon hier dunkel und fies gemacht worden, ne? Ronald! Es sieht cool aus, auch wenn ich mich frage, wie das geht, weil, ne, wieso haben Zombies noch Blut? Flossen weg, Pamela. Keine Lust, mir irgendwas zu holen. 3 Punkte. Das heißt, hier Stärke noch einen drauf. Dankeschön. So. Ach, wir haben ja Dingens hier, den Bimmelbammelkopf da. Gehirnerschütterung. Der muss noch weg zu Hause. Ach, jetzt kann ich ja wieder looten, weil wir haben ja kein Mini-Inventar hier. Das ist so ungewohnt wieder. Hallo? Ist hier was drin? Nee, da. Ja. Ist sie nicht gut? Haben sie Rückenschmerzen? Ich kann ihnen helfen. Sehen sie? Jetzt ist vorbei. Tut nichts mehr weh.
Können wir direkt essen hier. Sehr schön. So. Hallo. Ja, genau. Liegen bleiben. So. Ich hätte gerne das mit hier. Muss immer noch irgendwo einer sein. Da hinten, 12 Meter. Ich komme jetzt rein. Ich komme jetzt raus. Nur nicht der Tower von Londinium hier. Ah. Ja, kommt daher. Hopp, hopp. Raus da. Werte Schwester. Ernie! Alte Säge. Fertig. So, was hier? Noch mehr Leder. Und wieder Essen. Ich bin begeistert. Und zwei Kartoffeln. Aha. Können wir auch noch brutzeln. Wir brauchen nur unbedingt eine Feuermod hier oder halt ein Helmlicht. Weil es doch sehr dunkel hier drin ist, muss ich sagen. Ich meine, hier geht's noch, aber wenn es dann noch Nacht wird. Nee, danke. So, offen. Ich kann mal runter scrollen. Sehr schön. So, wo ist mein Fahrrad? Da. Best abgeben beim Händler. Der ist da hinten. Und dann geht's nach Hause. Zeug wegräumen und Antibiotika nehmen, wenn wir welches haben. Ich hoffe doch, dass wir noch welches haben. Und dann können wir nochmal rumfahren und gucken, ob wir irgendwo was finden. Da, Bobs Café, da können wir nochmal reingucken gehen dann, um es vielleicht schon ein bisschen vorzubereiten. Da sind bestimmt wieder die Zombies respawned. Weil, wie heißt es? Gebietsschutzblock hatte ich ja weggemacht da. Each. So. Hallo, Captain. Na, wie geht's? Alter Stinkstiefel. Ist immer so freundlich, ne? Ergonomischer Griff. Ich weiß nicht. Ah, ach, das ist der Bauplan. Ich dachte, das wäre ein richtiger. Dann gib mir die Rohrbomben. So, Aufgaben. Abholen. Budget Barrels. Damit, den behalten wir mal. Die wollten wir uns ja alle angucken. Das können wir auch verkaufen. Wir haben ein Fahrrad. Sag mal, 2100. Ist ja noch nichts Neues bei, ne? Nö. Noch nicht. Noch nicht. Bergbau, Technik, Peak, Rifle, Scrapping, Southern Farming, Furious Fists, Explosive, Knife Guy, Home Cooking. Also nichts, was wir gebrauchen können. So. Ab geht's. Nach Hause. Oho. Nach Hause. Do-di-di-do. Das ist auch da in der Gegend. Doch, so cool das Fahrrad ist, bin ich froh, wenn wir ein Moped haben. Es ist immer dasselbe, ne? Ich hab keine Lust zu laufen, ich will ein Fahrrad. Hat man ein Fahrrad, ist das wieder nicht gut genug. Ich will ein Moped. Hat man ein Moped? Ich will ein Motorrad. Und so weiter und so fort. Wir kennen es. Da ist er, der grüne Kasten. Oh, nice. Ohne irgendwo anzuklatschen. Uhu. Was ist los, Ede? Was ist los? Krass. Each, Bremse. So, das sollte ja so bleiben. Ich muss hier hoch. Keine Ausdauer mehr. Hallo. Bitte lassen Sie mich. So, erste Hilfe. Erstmal hier eine Pille nehmen. Kein Bock mehr auf die Kacke. Natürlich haben wir... Boah, nur ein fetten Antibiotika. Will ich das? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ist zu schade. Da
was noch warm. Das hier ist Mehl, das kommt rüber. Hier ist Essen und Trinken. Zack. Perfekt. Die Pilze können auch noch da rein. Bitteschön. Oh, Parts sind hier hinten. Ich will gucken, was ist. Werkbank als erstes, dass das meiste weg ist. Hier sind noch Parts. So. Mods, Samen, Rüstung. Lumberjack haben wir schon. Okay, dann kannst du klein machen. Waffen und Munition, die kann ich zum Händler packen. Brauche ich eh nicht. Klein machen, klein machen, klein machen. Oh, gibt Leder, nice. Klein machen. Geht nicht. Erste Hilfe, nee, wo war die Munition jetzt? Da oben. Kenne mich noch nicht so ganz aus hier. Zack. Die können wir mal dahin tun. Rot kannst du mal dahin tun. So. Hallo, aufmachen. Arzt, Werkbank. Oh, du bist durstig. Ja, kommt jetzt gleich, ganz ruhig. Muss gerade das Haar aus dem Mund machen hier. Ein bisschen ekelhaft. So. Gebackene Kartoffeln, 2 Stück. Bitteschön. Wasser 10-mal. Bitteschön. Hier haben wir auch noch. Da können wir sippeln. Leider, leider keinen Honig. So, was ist hier drin? 24. Dann zeigt mal die Werkbank. Verfolgen. Ah, da fehlt uns eine Arbeitsstation. Aha, so läuft der Hase. Okay, also kannst du das vergessen. Mal gerade auf die 2 Kartoffeln warten. 1 Minute? Was? So lang? Frechheit. Ja, Sascha schreibt, hallo lieber Edun, alle Edenauten. War ein schönes Video, danke für deine Zeit im WPS. Schade, dass du nicht wenigstens die HP-Bar und die Namen drin gelassen hast. Haben wir ja jetzt wieder, ne? Ist ja Sache von 30 Sekunden, das rein und raus zu kopieren. Muss nur gucken, dass ich es nicht vergesse. Also könnte durchaus vorkommen, dass wir dann hier zwischendurch mal wieder eine Folge haben, wo nichts drin ist, weil ich es vergesse. So, Mamika schreibt, irgendwie fehlt die Lebensanzeige über den Köpfen. Ja, weil ich sie rauskopiert hatte wieder. Jetzt ist sie wieder da. So sieht's aus hier. So sieht's aus. So, komm, 30 Sekunden noch für die letzte Kartoffel. Der Thorsten schreibt, hab bis heute erst runtergeladen. Ja, dann tust du halt erst ab heute zocken, ne? Ist ja nicht so schlimm. Stirbt ja keiner, wenn man mal einen Tag später anfängt. So, jetzt haben wir noch den Kommentar oder die Kommentare vom lieben André. Er schreibt, hallo lieber Ede, wunderbar, ich höre deine Stimme. Schöne Folge und herzlichen Dank. Wo lag denn das Problem? Habe ich am Anfang erklärt, ne? Keine Ahnung. Habt ihr sogar noch geantwortet. Wenn ich das wüsste. 4-mal hochgeladen und auf einmal war dann die Stimme auch da. So sah es aus. Und dann schreibst du noch, ich bin's nochmal. Sollte es dir bald zu schwer werden, kannst du ja den Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. Du meinst bestimmt, sollte es mir zu langweilig oder zu leicht werden, ne? Ja, kann man dann durchaus wieder hochstellen. Müssen wir gucken. So, was haben wir? 1844, okay. Auf geht's. Da hinten, 200 Meter. Mal wieder. Begib dich zum Sammelpunkt, die Vorräte. Guck mal hier, da könnte Honig drin sein. Müssen wir natürlich gucken. Natürlich keiner. Oh, da ist Kohle. 2-mal Kohle. Oh, die Bude schon wieder. Nee, ist eine andere. Das ist die Hyde Residence. So, da wohnen Mr. und Mrs. Hyde. Hier wohnen Mr. und Mrs. Jekyll, ne? Oder wie war das? Ach, das Ding schon wieder. Hallo. Ja, bitte. Ist das noch für ein Zeichen da? Wenn ich fragen darf. Seht ihr das da? Nicht nur die Tasche, sondern noch irgendwas anderes Orangenes da. Was ist das? Bin ich besoffen? Ja, oder angefangen, ne? Hallo!
Komm her, Bambala. Oh, die Tasche ist oben, ne? Oh, ne? Ja, ich gehe direkt da hoch. Wieder im letzten Raum hier, ne? Hier im letzten Raum. Ich mach mal schnell, weil... Ach, das ist der Dingens da. Ne, zwei will ich. Her. Gucke mal, schau. Den haben wir auch noch. So, weil spät und so. In der... Dein Ernst. Flossen weg. Pack wen anders an. So. Nur eine tote Rosi ist eine gute Rosi. Da waren wieder irgendwelche Handschuhe drin. Können wir auch mitnehmen. Das gibt wieder alles Geld. Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut. So. Das kann man direkt lernen. Lernen. Was sind das für Handschuhe? Nerd-Handschuhe. Intellekt-Weapon-Damage 20% plus. Richtig nice. Leider haben wir keine Intellekt-Weapon. Das wäre dann der Schockstab, ne? So, die nehme ich mal mit. Das ist hier. Dankeschön. Wo ist jetzt die Tasche? Da hinten irgendwo. Müssen natürlich noch alle Zombies wegmachen hier. Da oben. Haha. Daneben, Zappel-Philipp. So, auf Bobbes. Weg damit. Was hier drin? Nix. Doch da, Schließfachkiste. Ja nicht. Schmeiß ich weg. Braucht kein Mensch. So. Dankeschön, Dankeschön. Was hier drin? Speerjäger. Die wissen schon, dass ich ein Knüppelliebhaber bin, ne? Brauche keine Speerbücher. Brauche Knüppelbücher. Oder mal zwei Arbeitsstationen hier. Das wäre auch was. So. La, 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 la. Wieder keine Ausdauer mehr. Du da, du da. Brumm, brumm. Sehr schön. So, sag mal Leute, schwitzt ihr auch so gerade wie ich? Es ist widerlich. Wir haben draußen 31 Grad. Und bei mir hier im Zimmer, wo ich gerade sitze und aufnehme, ich habe es auch im Discord geschrieben, ja. Ich kühle mich immer ab. Runter in den Schatten, ein Eis essen, Stunde Pause und dann hier hoch, eine Folge aufnehmen, ab in den Renderkasten schmeißen und das war's. Schnell wieder runter. Das ist super. Die kann ich gebrauchen. Und warum? Weil wir hier im Zimmer 39,5 Grad haben. Das hältst du nicht aus. Du sitzt 10 Minuten hier am Rechner und die läuft die Suppe so in alle Ritzen. Es ist ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. So. Da hilft nix. Und um dem vorzubeugen, dass sie jetzt wieder schreibt, hol dir doch eine Klimaanlage. Ja. Erstens sind die Dinger schweineteuer. Kann ich nicht. Zweitens würde das, glaube ich, hier das Stromnetz nicht aushalten, wenn ich jetzt auch noch eine Klimaanlage anstöpsel, ja. Nee, geht nicht. So. Deswegen muss ich leider schwitzen. Schade. Vielleicht irgendwann einmal. Sparen wir ein bisschen. Dann holen wir uns von den YouTube-Millionen hier so eine große, fette. Dann kühle ich es hier runter. Auf 15 Grad oder noch weniger. Freut sich der Weihnachtsmann. Kommt der vorbei. Will der auch hier einziehen, weil es so kalt ist. So, kommen Sie her. Schub, schub, schon wieder nichts zu essen, ne? Und natürlich wieder laufen lassen, nicht Experte. Oh, doch, da, Wildbreteintopf. Und Antibiotika, die kann ich nehmen. Die bringt 10%. Das ist gut. So, jetzt müssen wir hier gucken. Da kommt das Licht rein. Da ist die Fackel. Da ist das Feuer. So, da kann noch eine Kerze hin. Bitteschön.
Der kommt hier hin. Die Werkbank können wir ja leider immer noch nicht machen. Den habe ich natürlich nicht verkauft. Das war bei Intellekt. Hier sind die Rüstungen. Warte mal. Nerd, Enforcer, Bergarbeiter und Lumberjackout. Genau. So, und dann ist Intellekt hier. Könnte man überlegen, vielleicht irgendwann mal wieder zu wechseln. Dann doch auf Intellekt. Aber warten wir erstmal ab. Wie sieht's aus? Haben wir... Dein Ernst. Dein Ernst. So, können wir denn schon eine neue Axt bauen? Nö, Dreier. Knüppel. Könnten wir 6 machen. Dafür hole ich mir aber keine Legendary Parts. Das kannst du vergessen. Das wäre ja selten dämlich. Ein 1er. Rein theoretisch könnten wir ihn machen. Praktisch nicht. Weil wir haben keine Werkbank. Wir brauchen noch die 2 vermaledeiten Bücher. Aber die werden wir sicher noch finden. So, jetzt waren wir doch nicht im Bobcat-Café. Dann machen wir das in der nächsten Folge, bevor es zur Horde geht. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.